Wieso ist ein Spiegel verkehrt? Ja, aber weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht, verstehe ich nicht, ist aber auch egal. Ist, glaube ich, egal. Ich weiß auch nicht, was soll ich sagen? Aber es ist bestimmt nur irgendein Knopf, den man drücken muss. Aber das kann doch nur daran liegen, ja, dann kann man es aber auch wieder widerspiegelverkehrt machen, oder? Ja, okay. Der Arcade-Adventskalender Folge X. Und wir haben gerade gemerkt, dass das Bild spiegelverkehrt ist. Und fragen uns gerade, ob das nur daran liegt, dass wir hier natürlich den kleinen Monitor sehen und dass darauf spiegelverkehrt ist. Oder ob wir. Kann man überhaupt spiegelverkehrt aufnehmen? Ich habe keine Ahnung. Naja. Ist egal, es geht immer von links nach rechts. Windjammers. Von rechts nach links. Windjammers. Das war eines der zwei Spiele, die ich fürs Neo Geo hatte. Du hattest Neo Geo? Ja. Stimmt, ja, hast du auch mal erzählt. Ich hatte auch ein Neo Geo. Echt? Ja. Ich auch mit einem Spiel? Wir waren Prolls, Geldprolls, die so, weißt du, ihr habt ein Super Nintendo. Meine Module kosten 300 Mark. Ja, ja. Und deshalb habe ich nur eins. Ich hatte Robo Army. Oh. Ist aber eigentlich nicht so gut, leider. Ich hatte Robo Army, Sengoku, Windschein, das wollte ich immer haben, aber das wurde irgendwann absurd teuer, glaube ich, oder? War das sowas? Ja, ich habe das war direkt dabei beim Neo Geo, was ich gekauft habe, deshalb. Ich habe das Neo Geo quasi mit Samurai Showdown und Windschein was zusammen gekauft. Ey, Samurai Showdown. Das war auch geil. Man weiß nicht, diese farbarme Geschichte hier, liegt das am Spiel? Nee, das oder war, am Monitor? Das liegt hier irgendwie alles komisch. So. Ja. Okay, du weißt, wie es ungefähr geht. Ja, wir müssen ein bisschen, wir dürfen hier nicht immer alles verdecken. Aber es geht schon. Ich weiß ungefähr, wie es geht, aber erklär es mir bitte nochmal. Es ist wie Shufflepuck-Café, also du musst die Frisbee einfach reinwerfen. Und fangen. Okay. Und fangen. Und wie viele Tasten gibt's? Eigentlich zwei, glaube ich, aber ich weiß es nicht so genau. Mit einer kannst du noch so sliden. Okay. Aber die Zeit ist extrem kurz. Ich weiß auch nicht, wie man die mehr einstellt. Genau, du kannst noch locken. Here we go. Oh. Shit. Nein, ich hab gebrochen. Geil. Punkte gemacht. Wir spielen Best of Three, ne? Okay. Oh. Oh. Fuck. Achso, in der Mitte gibt's mehr Punkte als an der Außenbahn. Okay, ich hab die erste Runde gewonnen. Sei denn nur sehr kurz die Zeit. Das ist ein bisschen schade. Was ist denn Sliden? Also welcher Taste ist Sliden? Warte. Oh, aber Achtung, Entschuldigung. Oben links, ganz oben links. Die da, okay. Scheiße. Ey, eigentlich ist es nicht so weit weg von Pong, ne? Nee, es ist wie Pong cooler. Ja. Es ist schon cooler als Pong. Ja, shit. Wenn du da mehrmals drückst, kannst du irgendwie dich aufladen. Genau. Oh, ich war doch gerade am Aufladen. Okay, schon? Nee, das ist ja erstes Match. Wenn man Best of Three Matches. Mit jeweils. Wie wir einen Beat machen. Okay. Wenn es denn sein muss. Ja, wir können jetzt aufhören. Nee, ich hab nicht. Das hat so ein bisschen was von Double Fisting. Ich nehme jetzt jemanden besseren. Schon zu spät, hä? Wo ist denn der Wessel hier, der Deutsche? Hab ich verloren quasi? Nee. Nee, jetzt ist ja. Nein, jetzt geht's zur CPU, warum? Nee, warte. Nein, warte! Es geht gleich. Okay, das war jetzt mein Fehler mit dem Tröten. Es hilft immer, wenn man alle Tasten ganz oft drückt. Vor allem die alte Computerregel. Die Credit-Taste. Na, mal gucken, ob ich über 33 komme. So, hier, wähl aus. Okay, der ist also wie alle Deutschen quasi lahm, aber dafür stark. Das Merkmal von Deutschland. Lahm, aber stark. Lahm, aber stark. Wie ein Panzer vielleicht. Ist schon traurig, wie wir immer gesehen werden. Ach ja. Kennst du die South Park-Folge, wo sie sich nur lustig machen über uns unlustige Deutsche? Ja. Wo wir den Humorroboter haben, oder? Ja. Shit. Ah, verdammt. Ich will rutschen können. Ich kann's rutschen. Ich kann's aber nicht. Ich weiß nicht wie. Das wird ja ein Todesding. Boah. Boah. Ja, 3 Punkte. 3-3, okay. Oh, shit. Ja! Shit, ey. Hechten habe ich jetzt verstanden. Okay. Oh, das war's schon. Kacke. Okay, Matchball. Okay, Matchball. Du musst jetzt gewinnen. Ja, ich bin unter Druck. Ich bin unter Druck. Oh. Ja, 5 Punkte. Okay. Bin voll in den Sack gekriegt, ey. Oh, in die falsche.
Du hast doch 10 Sekunden. Mach hin. Ja! Mit dem Billow-Move. Ey, man rutscht so leicht vorbei. Okay. Was war denn das? 8-8. Oh! Aber jetzt hat jeder gewonnen. Okay. Wie? Ja, 2-1 hast du gewonnen, gell? So besser 5 machen. Ja, okay. Ja, es dauert ja auch immer ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt hat. Oh, jetzt musst du kurz warten. Ich hab schon wieder gedrückt. Das ist aber auch dumm, dass man erst starten kann, wenn der Computer erstmal ein Match gemacht hat. Das Gute ist, dass es damals im Prinzip keine Ladezeiten gab. Das ist einfach nur, das haben die gemacht, weil sie es wollten. Ja. Also diese Zwischensequenzen. Just a moment. Okay. Wie nimmst du? Buh! Oh, der ist für Experten. Hätte ich vielleicht auch mehr mal angucken sollen. Das ist sortiert von Schon wieder Beach? Aber das wäre ein geiles Sportart, wenn es die in echt so geben würde, finde ich. Man kann halt wenn die gehen würde, ja, wenn man das, genau, wenn man das machen könnte. Mensch, wir geben mehr Gas. Boah. Ha! Kacke! Es ist so ein bisschen wie hier dieses Dings, was wir immer spielen auf dem Gamecube, weißt du? Beach Spikers? Ja, genau. Ein bisschen. Boah, wow. Das war super. Keine Chance. Boah, jetzt fällt die Zeit. Die Zeit ist viel zu kurz, ey. Also 2-2 eigentlich jetzt, oder wie? Oder wie läuft das? Ne, ich habe schon 2 okay. gewonnen. Okay, und ich habe noch keins gewonnen. Ja. Was denn? So. Noch ein bisschen ja. Gesichtsentertainment. Nein, ey. Okay, jetzt Matchball. Ah. Du musst jetzt gewinnen. Ja, ich weiß. Das ist ja nervös. Nein, das hab ich doch gehabt. Oh nein. Ach komm, ey. Okay. Ah, gut gehalten. Was? Das hat okay, es hat ein Death. Alter, ist das spannend. Nein, wieso hast du denn? Oh, Mist! Bam! Okay. Okay, es steht 2-1. Nach Matches 2-1, genau. Wer zuerst 3 hat, hat gewonnen. Ja, ist ja gut. Vor allem, der rennt einfach nur die ganze Zeit. Ach, guck, jetzt kann man doch direkt auswählen. Du hast Luigi bei Biaggi. Boah, ey, ist anstrengend. Competition. Ja, Sport generell. Sport. Get ready. So. Das ist fair. Du Sack. Was ist das? Was ist das? Oh, ich hab ihn gehabt. Den hast du echt gut gehalten. Ja. Das ist ja wie hier Mila, Superstar oder wie? Nein! Oh Mann! Ich fass es nicht, ey. Oh yes! Immer das dumme Rutschen. Was? Was war denn das? Zeit. Achso. Fünf sogar. Ich verstehe immer noch nicht ganz die Steuerung. Okay, letzte Chance für Simon. Den muss er jetzt gewinnen. Matchball für mich.
Under Pressure. Du, du, du. Komm her. Den krieg ich. Ey, jetzt wird's aber lächerlich. Jetzt warte doch mal kurz. Warte mal kurz. Aha, den Move gibt's also auch noch. Ja, ich mach jetzt Zeitspiel. Ja, hast du ja schon, ist ja schon erledigt. 3-1. 3-1. Also, du hast gekämpft. Ich hätte niemals zu 5 spielen sollen mit dir. Jetzt wird meine Niederlage nur größer. Es ist schade, dass man die zeitlich ein bisschen höher einstellen kann. So, komm, wir machen den. Okay. Ja, 3-1. Ich will schon das jetzt auch durchziehen. Haben wir denn noch genug Band? Ja, aber so Best of 5 habe ich schon gewonnen, ne? Hast du? Ja, wenn man 3 Siege hat, hat man den Best of 5 gewonnen. Ja, hast recht. Wir können höchstens Best of 7 machen. Aber haben wir nicht noch ein Spiel trotzdem? Best bei einem 5? Ja, du kannst ja nur noch bei 5 machen. Ja, aber ich kann immerhin 3-2 ja noch erreichen. Ja, dann spielen wir doch wenigstens noch eins. Ja, okay. Jetzt habe ich nämlich das mit dem Querwerfen auch raus. Aha, aha. Jetzt will er es wissen. Was denn? Ich war doch da, ey. Was war denn das? Alter Schwede, ey. Der Eckwurf. Ich sag ja, jetzt habe ich diesen zweiten Button endlich gefunden. Welchen zweiten? Den hier. Ach so. Oh, na, der war gut, der war genau eckig. Ich drücke schon zu früh. Oh, komm. So geht das nicht. Jetzt willst du es auch wissen, gell? Mann, lass mir doch diesen einen Sieg. Alter, der ist ja unfassbar scheiße. Ach, die Zeit, gell? Die Zeit. Das hast du gewonnen jetzt. Ja, 1-1. Okay. Oh, wie schlecht. Du führst noch. Den hat er, nein! Alter, das gibt's ja nicht. Du musst einen Fünfer treffen jetzt. Komm jetzt! Sekunde, wie gut war das denn, ey? Shit, ja, jetzt hast du offiziell gewonnen. Ein Großspiel, bisher mein Lieblingsspiel in diesem Arcade-Adventskalender. Macht Spaß, oder? Macht Spaß. Ist echt simpel, aber als ich das damals auf Neo Geo gezockt habe, das hat viel Spaß gemacht. Aber da gibt es leider, wenn ich mich recht erinnere, keine Version für Arcade, Xbox oder PlayStation Network oder so. Es gibt nur die Neo Geo und die Automatenversion. Ich glaube schon, ja. Was ja ein und dieselbe im Grunde ist, denn da war ja Neo Geo drin bei diesen Versionen. Ja, schönes Spiel, guckt es euch mal an. Windjammers. Windjammers. Achso. Ach nee, du da?